Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster und heute mit dem Startup Pack der Tops Match Attacks UEFA Clubwettbewerbe Serie von Tops. Ja, die neue Serie zur Champions League, Europa League und Conference League ist nun draußen, auch in Deutschland, in England ja schon ein wenig länger und ich hatte euch ja schon die First Edition Multipacks präsentiert, das Video kam auch sehr gut an. Vielen Dank nochmal für den Support auf dem Video. Nun werden wir uns die ganzen Produkte aus dem Set anschauen, die Tins, die Multipacks, die Blisterpacks und natürlich heute das Starterpack. Vorne drauf sehen wir direkt mal die 7 Titelspieler mit Garnacho, Leao, Dembele, Foden, Kane, Bellingham und Florian Wirtz. Dann sehen wir die 3 Wettbewerbslogos sowie das Tops Matchstacks Logo, natürlich hier die Saison 24-25. Und dann sehen wir hier auf der rechten Seite den Inhalt. 2 Päckchen, a 12 Karten, also 24 Karten. 2 exklusive World Class limitierte Karten, die man nur hier bekommt von Kane und Zay Emery. Eine Taktikkarte und dann noch ein Sammlermagazin sowie die Sammelmappe mit Checklist und das sehen wir hier auch schon, ein Doppelspielfeld. Wenn wir die ganze Folie drehen, das Ganze ist nämlich wieder in Plastik eingepackt, sehen wir nochmal hier, was da drin ist und dann sehen wir den Preis für Deutschland und Österreich mit 9,99 € und in der Schweiz kostet das Ganze 11 Schweizer Franken 90. Das ist quasi die Version für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auf der rechten Seite sehen wir ganz viele verschiedene Special Cards oder Kartenkategorien, Base-Karten, Rally-Cards, Classic oder auch Heritage Cards, Chrome Cards, also die Shield Karten, dann exklusive Karten wie hier die No Generation Cards, die man in den Mega Multiplex bekommen kann, exklusive limitierte Karten, die neu sind wie Platinum Cards, Gold Edition Cards, dann hier Hall of Fame Cards, Autogrammkarten und die seltene Autogrammkarte von Jude Bellingham. Ich würde sagen, wir gucken mal direkt rein. 10 Euro für Starter Pack kann man noch nehmen. Mehr sollte es aus meiner Sicht dann aber nicht momentan mehr kosten, da Starter Packs sowieso vom Preis in den letzten Jahren immer weiter in die Höhe geschnellt sind. Dann haben wir hier die ganz normale Mappe. Ganz normale Mappe, ihr seht es, ohne dass oben was drauf ist. Dann haben wir hier dieses Sammlermagazin oder die Spielanleitung. Hier haben wir das Spielfeld und hier die Einleger. Und dann haben wir hier 2 exklusive Packs. Und dann hier unsere normalen Packs, wo ihr seht, auch ein Barcode drauf ist. Das heißt, wir können uns auch schon die Odds von den normalen Packs hier anschauen. So sieht das Cover der Sammelmappe aus. Wie gesagt, die gleichen Spieler drauf wie vorne auf der Sammelmappe auf der Folie. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch erstmal die Checklist in Ruhe an. Und ihr seht, das ist einiges, was hier drin ist, besonders hier die erste Seite. Und ich versuche mal so nah, wie es geht, dran zu holen, die Karten. Als erstes haben wir Aston Villa. Die haben wieder 9 Karten bekommen. Jedes Base-Kartenteam hat aus meiner Sicht, wenn ich das richtig sehe, ein Logo und eine Kapitänskarte im Glanzdesign oder im leichten Glanzdesign bekommen. Wir haben zuerst Aston Villa, dann haben wir Manchester City, Arsenal und Liverpool und die Spurs aus Tottenham. Dann haben wir Chelsea, Manchester United und Atletico Madrid haben 9 Karten bekommen. Dann haben wir Real Madrid und Barcelona. Real hat dieses Jahr wieder, wie schon damals, 16, 17 und 17, 18, ein komplettes Team im Glanzdesign bekommen, diese Winners-Karten quasi. Dann haben wir Paris Saint-Germain, Stuttgart und Dortmund mit jeweils 9 Karten aus deutscher Sicht. 18 Karten haben aus Deutschland bekommen Bayern 04 Leverkusen, Bayern München und RB Leipzig. Frankfurt hat 9 Karten bekommen, genau wie PSV Eindhoven. Also aus deutscher Sicht kein Hoffenheim aus der Europa League oder Heidenheim aus der Conference League dabei. Aber sonst alle weiteren 6 starken Teams, die sich qualifiziert haben. Dann haben wir Feyenoord Rotterdam, Sporting Lissabon, Real Sociedad, Porto und dann geht es mit den italienischen Teams los mit Inter Mailand und AC Mailand. Und ihr seht, mal wieder hat man ein spanisches Team nicht zu den spanischen Teams gepackt, finde ich ein bisschen schade, dass man die portugiesischen Teams dann wieder nicht auf einer Doppelseite hat. Aber das ist bei Tops ja in den Jahren jetzt immer schon so gewesen. Dann haben wir Juventus Turin nochmal mit 18 Karten. Bologna die Neulinge mit 9 Karten, genau wie Atalanta Bergamo. Dann hat man hier eine zweite französische Mannschaft tatsächlich mal reingemacht mit Olympique Lyon. Auch die mitten zwischen italienischen Teams, also ohne Sinn aus meiner Sicht. Dann hat man Lazio Rom und die beiden Teams aus Schottland, die für jedes Jahr dabei sind, mit Celtic und den Rangers aus jeweils Glasgow. Dann haben wir noch Salzburg als letztes Team aus den Base-Teams. Dann haben wir 18 Signature-Style-Karten, 18 Vintage Wipes Legends-Cards. Dann haben wir 9 Trophy Triumph Cards, also so Spieler und insgesamt Karten, wo man den Spieler mit der Trophäe, die sie gewonnen haben, sehen. Dann haben wir 27 Heritage Cards, also wieder alte Match-Text-Designs als Special Card. Dann haben wir
9 Global 100 Karten wieder. Davon ist die Unbeatable 101 Jude Bellingham. Dann geht es wo mit den Kartennummern weiter? Okay, das Ganze ist bis 477 durchnummeriert. Und das Ganze sind dann noch Subsets mit den 9 Black Edge Edition Cards. Dann haben wir neu dabei 9 Gold Edge Editions. Die kennen wir von der Europameisterschaftsserie, wo es die exklusiv in den Premium Pro Packs gab. Dann haben wir Chrome Shield Karten mit 18 Stück dabei. Magitek's Hall of Fame Karten, die sind 150 Päckchen, also schon relativ selten. Da gibt es 5 mit Rooney, Ronaldo, Zidane, Messi und Paolo Maldini. Dann Generation Now Exclusive Available Inside Mega Multipacks. Dort gibt es 5 Stück und 5 Classic Celebrations Available Inside Eco Packs. Also in den Blister Packs einmal dabei. Dann haben wir die beiden Starter Pack Limis mit Kane und Varen Zay-Emery. Und dann gibt es insgesamt noch 25 normale limitierte, die man in Mega Multipack und Eco Pack noch nebenbei bekommen kann. Dann haben wir 9 Platinum Limited Editions, die man in jedem 30. Booster der normalen Packs bekommt, also die auch relativ schwer voll zu machen. Man muss mindestens 300 Päckchen öffnen, um überhaupt die Chance zu haben, alle zu bekommen. Dann haben wir The Entertainer limitierten Karten aus den Mini-Tins, die 16 Time to Shine limitierten aus den Megatins, dann die 25 Karten exklusiv in der Festive Edition Squad Zone und der Gold Edge Edition Festive Edition aus dem Adventskalender, der bald rauskommt, und dann haben wir noch 4 Blue Limited Editions aus dem Online-Shop von Tops, eine Powerplay Limited Edition von Van Dijk, keine Ahnung, wie man die bekommt, und dann die seltene Karte von Jude Bellingham, die man wieder nur in jedem 500. Päckchen normal ziehen kann, und dann noch die Taktikkarte, die ihr wollt bekommen. Und ihr seht, der Redaktionsschluss war der 1. Juli 2024, das heißt, man hat den ganzen Juli und den ganzen August nicht in diese Serie mit einarbeiten können. Aber auf der Rückseite macht man schon wieder Werbung für Matchtext Extra, das dann Anfang 25 erscheinen wird. Finde ich ein bisschen orthodox. Es soll wohl dieses Jahr, wie ich gelesen habe, auch 5 Update-Multipacks geben. Sind aus meiner Sicht schon echt viele. Dann haben wir hier dieses doppelseitige Spielfeld. Hier hat man nochmal die Spielregeln aufgedruckt auf der Rückseite. Und dann, wie ihr seht, kann man hier die Taktikkarte und die ganze Aufstellung aufstellen. Vielleicht wird es dabei bald auch wieder was auf meinem Kanal geben im Spiel. Habt ihr ja sehr gefeiert, als ich das gegen Dennis unter anderem gemacht habe. Dann wollen wir ein wenig noch ranzoomen, um uns diese Spielanleitung oder das Sammlermagazin, wie es auf Deutsch heißt, ja, hier anzuschauen. Auch hier wieder die 7 Coverstars der Serie drauf. Und dann haben wir hier ein Inhaltsverzeichnis, sind schon einige exklusive Karten. Auch die exklusiven Karten aus den First Edition Multipacks mit den Immortal Cards und den Trophy Cards. Also das einige Karten, die es auch wirklich nur in den First Edition Multipacks gab. Dann haben wir hier die regulären Special Cards, 62 Captain- und Logo-Karten in dem normalen Volldesign und 316 Base-Karten. Dann kommen wir zu den Crystal Cards, die gibt es dieses Jahr auch wieder, aber glücklicherweise nicht von jedem Spieler, sondern nur von den Logos und Captains. Also es gibt 62 verschiedene Crystal Cards zum Sammeln und ein Glück, nicht weitere. Da finde ich, hat man Tops zumindest mal einen kleinen Schritt gemacht in Richtung Sammler, weil die meisten Sammler haben sie ja, um ehrlich zu sein, wirklich nicht gesammelt. Dann haben wir Heritage Cards, eigentlich im dritten Päckchen aus dem Retro-Design 2010-11 aus England und 11-12 aus Deutschland. Dann haben wir 45 Rainbow Foil Cards mit dem Man of the Match Signature Style, Vintage Rival Legend, und hier seht ihr eine der Trophy Triumph Cards. Hier sieht man halt einen Spieler mit der Trophäe drauf und dann das Jahr, weil sie die Trophäe gewonnen haben. Und dann gibt es noch die Champion Rainbow Cards, 18 Stück, halt das ganze Team von Real Madrid in diesem Design. Wie gesagt, finde ich eine coole Änderung oder eine coole Wiedereinführung, weil man dann einfach den Gewinner noch ein wenig mehr ehrt. Dann haben wir Global 100, einen in jedem 10. Päckchen. Hier sehen wir schon alle abgebildet, unter anderem natürlich auch mit Kylian Mbappé bei Real Madrid schon. Dann haben wir die 9 Black Editions, eine wieder in 16 Päckchen. Die Shield-Karten, die es auch wieder nummeriert gibt, von 99 bis 1, 18 Stück gibt es zum Sammeln, einen in jedem 24. Päckchen. Dann die 9 Platinum Pool Cards, die ihr seht, jede im 30. Päckchen sind, 9 Stück gibt es davon, wie gesagt, genau wie bei den Gold Edge Cards, da ist eine in jedem 35. Päckchen drin, auch da gibt es 9 Stück zum Sammeln. Und dann haben wir hier eine Übersicht über die exklusiven Karten der Classic Celebrations, die wir hier sehen, und die Generation Now Cards, wie gesagt, Mega Multipack und Eco Pack Exclusive, und dann die normalen limitierten, die man dann garantiert auch noch in den Produkten bekommen kann. Dann haben wir hier die Mini-Tin und Megatin limitierten Karten. Das werden wir uns definitiv alles auf dem Kanal in der nächsten Zeit angucken. Dann haben wir 25 verschiedene echte Autogrammkarten. 4500 gibt es insgesamt in allen Produkten. Insgesamt 5 verschiedene Combo-Autogrammkarten mit unter anderem auch für Leverkusen, Adli und Boniface. Dann haben wir die Relic-Cards, die wieder in den Booster und Megatins sein können, jeder 28. Und die Relic-Cards mit einem Stück des Jerseys, also dem Trikot,
die man nur in den Megatins bekommt, in jeder 28. Also das gleiche wie in den Jahren zuvor vom Prinzip her. Dann kann man Hall of Fame Karten ziehen. 5 Stück, wie gesagt, eine in jedem 50. Booster. Das sind neben den ganzen verschiedenen ganz seltenen Karten wirklich die seltensten, die man dort ziehen kann. Dann haben wir die ultimative Talent Chrome Card von Maestro de Madrid, Jude Bellingham. Das ist wieder so eine Karte wie Haaland letztes Jahr, die man in jedem 500. Päckchen ziehen kann. Oder die Career Celebration Card von Ronaldo aus der Europameisterschaftsserie. Die gibt es auch nochmal als Parallel-Version. Ihr seht es mit einem anderen Bild in jedem 2000. Päckchen. Und es gibt 5 Stück weltweit mit einem Autogramm drauf. Also wenn man die dann zieht, ist es auf jeden Fall was ganz Spezielles. Dann haben wir noch Werbung für den Nachbestellservice und sehen hier die 4 Blue Limited Editions, die man nur online bekommt bei Tops. Zum Aufnahmezeitpunkt am Sonntag, den 1. September, gibt es die nicht mal bei Tops zu bekommen. Ich habe das Ganze mal wieder über Sticker Point bestellt. Dann gibt es wieder Gold Rush Karten exklusiv im Online-Shop. Mal gucken, ob man dieses Jahr das wieder durchzieht. Letztes Jahr hat man es ja nur teilweise gemacht. Und da sehen wir hier schon einen Ausblick auf den Adventskalender. Wie gesagt, dort 24 exklusive Karten plus die Messi-Karte dabei. Da kann man hier wieder ein bisschen was teilen und Social Media. Und ihr seht, 5 Update-Multipacks wird es geben. Im September No Signings, im Oktober Scream Team, im November Snowballers und Starballers im Dezember. Und noch ein 5. neu, die Designs kannten wir aus dem letzten Jahr mit den Queens of Europe. Also wahrscheinlich nochmal eins für die Frauen Champions League ab Januar. Das heißt, es wird jeden Monat so ein Update-Multipack jetzt rauskommen. Und dann hier, wie gesagt, Werbung für Social Media. Natürlich hier wieder schön gephotoshoppt bei GBW. Also das macht Tops gefühlt jedes Jahr. Dann sehen wir die Produkte, die es auch schon gibt im Überblick. First Edition Multipack, Booster Tins, Mega Tins, Mega Multipack und das Eco Pack. Gibt noch so ein anderes Mega Multipack, wo man exklusiv auch noch verschiedene Karten ziehen kann. Also eine Exklusiv Edition wie bei der Europameisterschaftsserie mit den 100 Karten. Und dann hat man auch hier nochmal auf einer Doppelseite die ganze schöne Pracht der Checklist im Bild. Von hinten auch nochmal hier bald erhältlich Match Attacks extra. Dann wollen wir uns mal an unsere Kartenpäckchen machen. Wollen wir uns also erstmal unsere exklusiven Karten hier anschauen, die garantiert dabei sind. Die limitierte Karten und natürlich auch die Karte im Taktikkarten-Look. Schauen wir mal hier rein. Hier haben wir so erst Base-Karten. Die Base-Karten kennen wir ja vom Design ja schon aus den 40 Multiplex. Wir haben hier Marusic, Providel und Zagagni. Okay, 3 Karten von Lazio Rom. Sehr interessant. Dann haben wir Masraoui und Jimenez. Okay, einfach so ein 5er-Päckchen, wo man hier nochmal von 3 Spieler von Lazio reingemacht hat. Vielleicht hat man die vergessen zu drucken, hat man schon hier gefühlt gleich reingemacht. Man weiß jetzt nie, was bei Tops so im Schilde geführt wird. Und dann haben wir jetzt hier unsere 3 exklusiven Karten drin mit der World Class Limited Edition von Harry Kane. Ihr seht die Weltkarte im Hintergrund mit den Kreisen, also das die limitierte Karte von Harry Kane. 96er Angriffswert, der Mann aus England für die Münchner. Und dann passend dazu der Franzose von Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, der noch eine große Zukunft vor sich haben wird. Und dann noch die Taktikkarte, die man dieses Jahr mit Agent Referee, VAR und Injury auf eine Karte gepackt hat und nicht 4 verschiedene gemacht hat. Finde ich gut, weil man so zumindest eine Karte hat, wo alles auf Überblick ist. Dann haben wir diesmal hier nur ein Booster-Design. Es gibt noch ein zweites, also 2 Booster-Designs gibt es. Leider der Booster, das wird ja auch nicht wirklich erwähnt, mittlerweile bei 3 Euro für 12 Karten. Und hier drauf sehen wir Garnacho, Kane und Usman Dembele. Und ich würde sagen, ich halte euch mal die Checklist oder besser gesagt die Odds hier so rein. Und ihr seht, ab den Black Edge Edition Cards wird es dann schon selten und dann freut man sich auf jeden Fall über die Karten. Die anderen hat man gefühlt auch mit den Heritage Karten dann relativ schnell voll, auch wenn es davon 27 Stück gibt. Und Tops verspricht ja, dass wir dieses Jahr garantiert immer 4 Special Cards pro Pack haben. Als erstes haben wir Cambiasso und ihr seht im Text-Bio, das ist dieses Jahr auch neu. Das ist quasi das Zeichen dafür, dass der Spieler noch nie in einer Match-Text-Serie drin war. Genau wie Ndoye für Bologna. Dann haben wir Llorente, Kubo, Kim, Çanoğlu, Araujo, Tomiyasu und dann kommen wir schon zu den Special Cards. Mit Vintage, Wipes, Legends für Porto, Ricardo, Carvalho, der Innenverteidiger, der auch mal für Chelsea gespielt hat. Dann haben wir die Winners-Karte für Thibaut Courtois. Ihr seht, steht Winners dabei, 15 Champions League-Titel und einfach so die normale Base-Karte im Special Card-Look finde ich sehr, sehr schön gelungen. Dann haben wir Scalvini als Heritage Card und das Design war damals schon definitiv top, war die erste Serie, die ich auch richtig gesammelt habe, 11-12 und die restlichen habe ich mir dann im Nachhinein nachgekauft. Dann haben wir die Captain Card, ihr seht, die hat so ein bisschen das ganze Design, die ist aber auch eine Special Card mit Calabria für AC Milan. Dann geht es ans zweite und letzte Päckchen, was hier im Standard Pack dabei ist, mit Joscha Wagnumann für den VfB aus Stuttgart, Mikhailo Mudryk, Federico Chiesa, Luke Shaw,
Anthony Lopez, Lukas Klostermann, Lamine Jamal für Barcelona und Benji Pavard als Base-Karte. Und dann haben wir noch die vier Special Cards mit Luis Ferguson, Captain für Neuling Bologna. Dann haben wir hier noch was umgedreht. Okay, haben erstmal die Man of the Match Signature Style Cup von Luka Susic für die Salzburger. Dann haben wir das Real Madrid Logo, sehr, sehr cool, als unsere Special Card. Und hier noch was umgedreht. Es ist eine Crystal Card von Marquinhos als Captain. Und ich finde zumindest, dass man das reduziert hat auf Captains und Logos mit den Crystal Karten, ist doch schon eine gute Neuerung. Das war das Startup Pack der Topps Magic Tags UEFA Clubwettbewerbe Serie 24-25. In den nächsten Tagen und Wochen wird es Display, Mini-Tins, Booster-Tins, Eco-Packs und Multipacks und dann irgendwann auch die Update-Multipacks und natürlich den Countdown-Kalender geben. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, checkt hier sowie hier noch eine Playlist aus, hier könnt ihr gerne abonnieren und hier noch einen Pfund des Videos checken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski!